Ja, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Special für SimRail. Ich war im Forum ein bisschen unterwegs und habe da ein neues Tool gefunden. Der eine oder andere wird es vermutlich schon kennen. Ich kannte es bis vor kurzem noch nicht. Und zwar ist es das Webtool SimRailPassenger.fr. Da ist die Community zusammenkommen. Der Vince Hours, der Chris, Ice Cream, Dem, Sitdigger und Aurel. Und die haben ein kleines Webtool gemacht, was automatische Zugansagen macht, während ihr in SimRail unterwegs seid. Das Ganze läuft im Browser, ihr müsst nichts installieren, ihr müsst das nur aufmachen, euren Zug auswählen und dann geht schon los. Die Ansagen gibt es in Französisch, Englisch und Polnisch. Französisch momentan auf allen Linien und Englisch und Polnisch sind sie gerade auf den anderen Linien am Ausrollen. Wenn ihr das Video schon seht in der Zukunft, kann schon sein, dass alles dann verfügbar ist. Stand von dem Video gerade noch nicht alles. Und die Ansagen sind komplett unterschiedlich. Also du hast teilweise bei diversen Stationen Spezialansagen wie bitte das Gepäck nicht vergessen, mit Umsteigen etc. Das hat in diesen drei Sprachen. Eventuell kommt sogar auf Deutsch noch, aber da steht hier momentan noch nichts drin diesbezüglich. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Hier geht es einfach auf simrailpassenger.fr. Machen wir jetzt hier mal. Einmal raufgehen. Und dann sieht das Ganze so aus. Links unten könnt ihr die Sprache ändern. Also hier Englisch. Und dann heißt es am Anfang Select Your Mission. Und da wählt ihr aus, was für einen Zug ihr denn fahrt. Express, Eurocity, TLK und so weiter. Wir wählen hier jetzt beispielsweise den Express hier aus. Und dann fragt ihr euch, okay, welchen Express fahrt ihr denn? Von welcher Richtung her auch? Da seht ihr es dann auch von den Farben her, was denn sprachentechnisch schon umgesetzt worden ist. Wir nehmen zum Beispiel hier Warschau nach Gliwice. Wir nehmen den hier. Sagen hier Open. Und am Anfang kann sein, dass er ein bisschen braucht, dass er es geladen hat. Und dann fragt er euch, okay, was bist du denn für ein Server, auf den du hier spielst? Dann sagen wir hier D1, da wird die aktuelle Uhrzeit eingeblendet. Und dann heißt es, okay, welchen Zug fährst du denn gerade? Er zeigt immer die an, die auch aktuell unterwegs sind. Wir wählen den Zug aus. Und ja, das ist ein Feature. Das ist vor allem auch für Streamer dann gedacht. Bei gewissen Zügen, die quasi dieses Onboard-TV da haben, dann gibt es hier so quasi Werbeeinblendungen während der Fahrt. Das kann man ausblenden. Dazu klickt man einfach da oben rein und fertig. Ansonsten sieht das Screen so aus. Wenn eine Ansage kommt, dann kommt die Einblendung hier unten rein und er spielt das vollautomatisch ab. Ihr habt hier eine Lautstärke-Einstellung. Ihr habt hier noch zwei Sonderansagen, die ihr mit Knopfdruck auswählen könnt. Das zum Beispiel, okay, wir halten einen roten Signal, bitte nicht aussteigen. Und das Be careful when closing the doors, also aufpassen, wenn die Türen zugeht. Und da unten könnt ihr die Sprache auswählen. Damals hier den Chris und den Ice Cream auf Französisch und den Sidetiger für Englisch. Ihr habt dann teilweise halt auch Polnisch die Auswahl, je nachdem, was ihr dann haben wollt. Wenn wir zum Beispiel hier mal reingehen auf Englisch, dann lädt er hier nochmal. Es geht mal schneller, mal langsamer. Aber so oft wird man das ja nicht ändern unter der Fahrt. Und dann können wir zum Beispiel einfach mal hier draufklicken. Ladies and gentlemen, our EIP Express train is currently stopped on the track for regulation. For your safety, please do not attempt to open the doors or get off onto the tracks. We'll be moving forward again shortly. Thank you for your patience and understanding. Ah, klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann können wir das gleiche auch mit den Türen mal kurz machen. Ladies and gentlemen, your attention please. Our train is about to leave. Mind the automatic door closing. Prepare for departure. Das ist auch schon mal der erste Kritikpunkt, den ich habe. Neben den anderen Ansagen sind teilweise diese Sonderansagen wesentlich lauter als die anderen. Im Video werde ich das für euch alles normalisieren, dass bei euch alles gleich laut ist. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel einen anderen Zug hier haben wollen, nehmen wir hier so einen Regionalzug, keine Ahnung, den hier, Open. Könnte man vielleicht gerade das Glück haben, dass er direkt schon eine Ansage machen will. Sobald der Zug ausgewählt ist. So, Server D1.
den nächstbesten Zug. Varsovie-Zakodnia. So, und dann... Varsovie-Zakodnia. Das sind jetzt diese Ansagen. Wir könnten jetzt hier wechseln. Wir haben jetzt da unterschiedliche Auswahlen. Und zum Beispiel EN750, 71, ich weiß gar nicht, was das da ist. Wir wählen das mal kurz aus. Okay. Und dann haben wir hier zum Beispiel Delayed Departure from Station. Können wir hier mal kurz auswählen. Was er da jetzt gerade sinngemäß gesagt hat, ist, ja okay, wir sind hier momentan in der Station. Wir werden dort momentan geparkt und wir schauen, dass wir schnellstmöglich weiterfahren können. Wenn ihr zum Beispiel eine Überholung habt. Das kann man ganz gut hier im Englischen hören. Wir machen das mal ganz kurz rein. So, drück hier nochmal drauf. Your attention, please. Our train is currently parked in the station for an undetermined period of time. We apologize for this inconvenience and hope to be able to start again as soon as possible. Thank you for your patience and understanding. Nicht schlecht gemacht. Wie gesagt, gerade dieser Gong ist teilweise ein bisschen extrem. Wir werden das Gleiche dann in einer Fahrt anschauen. Da werde ich dann hier mal zwischen Französisch, Englisch und Polnisch hin und her wechseln. Ich muss sagen, die englischen Aussprachen teilweise von den Stationen finde ich nicht ganz so ideal. Man versteht es einigermaßen. Authentisch ist es sehr mit Polnisch. Ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz in eine echte Fahrt und dann hören wir uns mal diese Ansagen an. Destination, Gliwice. Next stop, Zawersee-Borel-Pol. Und da habt ihr jetzt schon den ersten Teil der englischen Ansage gehört. Bis zur nächsten Station machen wir hier alles in Englisch. Ich werde nichts modifizieren. Dann könnt ihr das mal reinhören. Den Zug habe ich jetzt gerade noch frisch erwischt, als er gespawnt ist. Perfekt. Das Schöne an dem ganzen Tool ist, wir haben unterschiedliche Gongs und nochmal Effekte pro Zugart. Zum Beispiel beim Expresszug, wenn der dann endet, dann kommt da so eine kleine Melodie mit einer Verabschiedung, mit ja, schön, dass Sie mit uns mitgefahren sind, so nach dem Motto, nächste Station und so und so weiter. Klingt richtig cool und schön, dass Sie das eingesprochen haben. Ich freue mich schon, wenn hier alle Services fertig sind. Okay, die nächsten Ansagen kommen gleich. Ich lasse euch da mal ganz kurz zuhören. Zawersee-Borel-Pol. Gentlemen, your attention please. Our train is about to leave. Mind the automatic door closing. Prepare for departure. Also, die letzte Ansage, die habe ich jetzt manuell getriggert auf den anderen Monitor. Wenn ich jetzt hier noch Wünsche hätte, dann wäre Hotkey Support eigentlich ganz geil, dass man wirklich sagen kann, die drei Sonderansagen, dass man hier einen Knopf drückt und der übergibt es. Ist jetzt mit einer Browser-Anwendung vielleicht nicht ganz so einfach umzusetzen, aber cool wär's. Und ab und zu kracht der Ton ein bisschen. Klar, das macht es ein bisschen authentisch hier, dass man es nicht komplett klar hört.
Aber das wäre vielleicht auch noch so eine extra Option, dass man sagt, okay, man hätte gern klare Ansagen oder man hätte ein bisschen PR-Styles, wie man sie jetzt gerade hört, mit dem Rauschen, ein bisschen Knacksen, dass es einfach nicht so sauber klingt. Unser nächster Halt ist Zawirci. Da werde ich das Tool einmal auf Polnisch umstellen und dann hören wir die Ansage entsprechend auf Polnisch. Kleine Voraussicht, in Zawirci wurde ich angehalten, weil ein Express von hinten gekommen ist, der hat mich überholt. Entsprechend habe ich dann die Ansage gedrückt, dass wir hier noch ein bisschen länger stehen. Ihr werdet es dann gleich hören. Noch knapp 3,2 Kilometer sollten wir gleich da sein. Następna stacja. Zawiercie. Stacja docelowa. Stacja, zawiercie, zawiercie. Przed opuszczeniem pokładu upewnij się, że nie pozostawiłeś żadnych rzeczy osobistych ani bagażu na swoim miejscu. Dziękujemy za czujność. Panie i panowie, proszę o uwagę. Nasz pociąg jest obecnie zaparkowany na peronie na czas nieokreślony. Przepraszamy za tę niedogodność i mamy nadzieję, że będziemy mogli odjechać tak szybko, jak to możliwe. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie. So, die Fahrgäste waren damit informiert, dass wir hier noch ein bisschen länger stehen. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in die Zukunft warten, dass wir hier losfahren können. Und dann gibt es das Ganze nochmal auf Französisch für euch. Und damit geht es jetzt endlich los. Nächster Halt ist dann Lazy. Mit der guten Verspätung. Die Verspätung habe ich nicht mehr rausgeholt. Ist auch irgendwie unmöglich hier mit der S-Bahn. Die Einfahrt werden wir dann nicht sofort bekommen. Wir fahren mal kurz auf das Rot zu. Und kurz vor dem Signal können wir dann weiterfahren. Ready?
votre attention, s'il vous plaît. Notre train stationne actuellement à quai pour une durée indéterminée. Nous excusons pour ce contretemps et espérons effectuer notre départ le plus rapidement possible. Merci pour votre patience et votre compréhension. Okay, damit hätten wir jetzt mal ein paar Ansagen hier vom Kiel gehört auf der S-Bahn. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt in die nächste Zugkategorie und hören uns mal an, wie da die Ansagen so sind. Okay, meine Damen und Herren, wir sind im Express 6130 in Richtung Warschau. Wir sind auf dem letzten Stück. Da werden wir uns noch jetzt die Ansagen anhören, wie es jetzt hier beim Express ist. Sind wirklich anders als wie die beim Kiebel. Ich habe leider hier einen Express erwischt, bei dem die Ansagen nur in Französisch da sind. Bei den anderen geht es teilweise dann auch in Englisch und Polnisch, wie bereits erwähnt. Ich hoffe, das ist für euch trotzdem okay. Die nächste Ansage kommt gleich in Kürze und dann werden wir anhalten. Und beim Anhalten gibt es dann noch ein kleines Special. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train express EIP entrera en gare de Varsovie-Zakonia. Merci de veiller à n'oublier aucun effet personnel dans le train. Pour votre sécurité, merci d'attendre l'arrêt complet du train avant de descendre et de vous assurer de la présence d'un quai. Au nom de la PKP, nous espérons que vous avez passé un excellent voyage. Also ich betone das gerne nochmal, ich muss wirklich sagen, schön eingesprochen. Wenn jetzt noch eine deutsche Variante kommt, in der gleichen Qualität, dann gut ab. Da muss ich sagen, das ist eines der besten Tools überhaupt. Und wenn ich dann zukünftig Fahrvideos für Simrail mache, dann werde ich auf jeden Fall dieses Tool nutzen. Ich denke mal, das Tool wird auch immer ein bisschen hinterher sein, nachdem es manuell eingesprochen ist. Gerade wenn man dann auf die neue Streckenerweiterung hinschauen, die dann irgendwann kommt, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das in der Zukunft seht, ist es dann schon draußen. Dann wird man ein bisschen brauchen, bis entsprechend hier die Ansagen rauskommen aus dem Tool. Aber ich glaube, ich möchte gar nicht mehr ohne dem Ganzen fahren. Wirklich Hut ab. Und ich habe mir auch mal diese Werbeeinblendungen angesehen, die nebenbei laufen. Coole Sache, die werde ich auch in einem Video mal in der Zukunft mit einblenden. Passt zum Flair. Okay, wir halten gleich an und dann passt man auf, was da passiert. Und nein, die Musik ist jetzt nicht von mir, die kommt von dem Tool. Jedes Mal, wenn wir hier mit dem Express hier stehen, wird die Musik abgespielt, um so ein bisschen den Flair von Luxus und Co. ein bisschen einzuhauen. Ganz coole Sache. In der nächsten Station bleibe ich noch ein bisschen länger stehen. Und wirklich, die Musik spielt so lange, bis ich hier losfahre, beziehungsweise bis das Tool halt über die API mitkriegt, dass ich losgefahren bin. Und dann hört es auf. Relativ verprobt, aber trotzdem schön gelöst. Thank you.
Ja, und da habt ihr es gehört, also wie man dann losfährt, dann ist die Musik leider recht abrupt zu Ende. Nächster Punkt, da würde ich sagen, liebe Entwickler, schaut doch, dass ihr da irgendwie eine Art Fade-Out macht, damit es ein bisschen sanfter aufhört. Ist einfach nur ein bisschen schöner. Ansonsten cooler Move. Okay, wir sind jetzt dann gleich in Zentrala. Da kommt entsprechend auch nochmal gleich nochmal eine Ansage. Und so wie wir dann in der Station drin sind, auch wieder die Musik. Es wird dann die vorletzte Ansage sein für diese Fahrt. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train express EIP entrera en gare de Varsovie Centrale. Merci de veiller à n'oublier aucun effet personnel dans le train. Pour votre sécurité, merci d'attendre l'arrêt complet du train avant de descendre et de vous assurer de la présence d'un quai. Au nom de la PKP, nous espérons que vous avez passé un excellent voyage. Okay, hier hat es mal ein bisschen länger gedauert, bis es mitbekommen hat, dass wir gestanden sind. Aber trotzdem, absolut okay. Ja, Staubsauger, fahr mal weg da hinten. Okay, wir haben einen längeren Aufenthalt. Für euch gibt es dann hier auch wieder eine kleine Zeitreise. Und dann kommen wir zu unserem letzten Halt und hören uns da nochmal die Ansage in Französisch an. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train express EIP entrera en gare de Varsovie-Chania, terminus de notre train. Merci de veiller à n'oublier aucun effet personnel dans le train. Pour votre sécurité, merci d'attendre l'arrêt complet du train avant de descendre et de vous assurer de la présence d'un quai. Au nom de la PKP, nous espérons que vous avez passé un excellent voyage. Varsovie-Chania, terminus de notre train. Ich bin jetzt kein Experte in Französisch, aber das dürfte ja sinngemäß sein, dass wir jetzt hier zur nächsten Station kommen. Das ist unser Terminus. Vielen Dank, dass Sie mit der PKP gefahren sind. Bitte alle aussteigen und bitte alle Sachen mitnehmen. Ich glaube, so ungefähr das hat er gesagt in Französisch. Wir machen das noch, dass wir hier einen Express fahren oder einen anderen Zug hier in Englisch. Und dann hören wir uns das an. Wobei, ich tendiere dazu, das Ganze eher im Polnisch zu machen, weil dann passt es auch so ein bisschen vom Setting her. Ah, Stichwort Polnisch, da fällt mir gerade noch eines ein. In Intercity-Zügen oder Eurocities, zumindest bei dem, wo ich mitgefahren bin, machen sie die Ansagen zweisprachig. Also einerseits Polnisch am Anfang und dann nochmal in Englisch.
Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Feature-Request für das Tool. Dass man vielleicht auch sagen kann, okay, man macht entweder nur Polnisch oder man hat die Auswahl zwischen Englisch und Polnisch, oder das machen sie gleich gerade beim Int Express hier, Polnisch und Englisch, weil ich wette auch in diesem Zug wäre dann die Ansage im Anschluss auch nochmal kurz in Englisch gekommen. Das war's eigentlich so mit dem Preview von dem Tool. Ich hoffe, das hat euch einen guten Einblick gegeben, wie das Tool funktioniert, was ihr davon erwarten könnt. Probiert es gerne mal aus, ist ja auch kostenlos. Ihr könnt aber natürlich gern spenden an die Entwickler, wenn euch das gefällt. Ich glaube, da werde ich mal die Spende da lassen. Das war sicherlich nicht wenig Arbeit, das alles einzusprechen und das hochzuziehen. Toll gemacht. Bis dahin, ich wünsche euch damit eine gute Weiterfahrt. Macht es gut hier in SimRay. Jetzt kommt noch schnell die Abschlussmusik. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.